Aloha, wir sind hier direkt hinterm Kinkamehameha Hotel. Heute war Huala Swim, eine knappe Woche vom Ironman, 3,8 Wettkampftest. Und mit dabei war der Thorsten Torso Schröder. Ihr kennt ihn alle mit Anzug und Krawatte aus den Tagesthemen oder natürlich auch vom Triathlon. Er hat sich zum zweiten Mal für einen Ironman qualifiziert und jetzt wollen wir mal nachfragen, wie es ihm heute als erstes heute so ergangen ist. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Ja, das ging eigentlich ziemlich gut. Jetzt fange ich mit dem Negativen gleich an. Das Salz, ich mag das Salz einfach nicht, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Salz auf den Lippen, auf der Zunge, im Mund, in der Nase, das ist ein bisschen unangenehm, das muss ich mir jetzt gleich intensiv abwaschen. Das ist das einzig Blöde an der ganzen Geschichte, aber ansonsten lief das total gut. Bin einigermaßen gut durchgeschwommen. Schwimmen ist ja nun nicht meine Paradedisziplin, kann ich einem wahrlich nicht behaupten. Deshalb freue ich mich, dass das jetzt aber gut hingehauen hat und ich zuversichtlich bin, dass ich die 3,8 Kilometer auch am nächsten Samstag gut hinter mich bekomme. War schön wirklich wieder im Pazifik zu schwimmen und so ein bisschen die Fischlein zu beobachten. Das hat Spaß gemacht. Also von daher, ich freue mich auf den nächsten Samstag. Seit wann bist du da? Wie verlief deine Anreise? Ist alles angekommen? Man hat gehört, dass teilweise die Bikes auch irgendwo hängen bleiben. Ja, das war natürlich auch meine große Sorge, dass mein Bike oder das Gepäck, na, vor allen Dingen aber auch das Fahrrad, dass es irgendwo liegen bleibt. Aber bei mir ist alles gut gegangen. Zum Glück, ich habe mein Fahrrad in die Arme schließen können hier in Kona. Es ist mit mir geflogen die ganze Zeit. Von daher, das war alles paletti. Der Flug war sowieso sehr entspannt und auch an den Schaltern, an den Flughäfen war alles sehr entspannt. Wir haben aber auch wirklich sehr viel Zeit uns gelassen zwischen den Flughäfen, um Zeit zu haben, in Ruhe die Terminals zu wechseln, gegebenenfalls auf jeden Fall die Flugzeuge zu wechseln. Das haben wir alles sehr entspannt mit einer gewissen Zeit dazwischen gebucht, um wirklich hier entspannt, soweit man das bei einer 31-stündigen Reise sagen kann, aber doch entspannt und ohne zu hetzen hier ankommen zu können. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Es ist ja im Endeffekt so die Zielgerade deines 2-Jahres-Planes, den du eben formuliert hast, nochmal hier in Hawaii zu starten. Die Triathlon-Fans, die dich da in deinem Videoblog verfolgen, kennen den Weg. Es ist 2 Jahre, ist eine lange Zeit, viel Training. Was waren so die Knackpunkte? Gab es auch Zeiten, wo es sehr, sehr schwierig war? Nein, ich glaube nicht. Sehr, sehr schwierig war es nicht. Es gab ja mal so einzelne Tage, wo ich dachte, ach, ich habe jetzt gerade vielleicht keine Lust, aber irgendwie war die Motivation dann auch immer wieder ganz schnell da. Nein, es ist einfach so, wenn du ein tolles Ziel vor Augen hast, wie nun mal Hawaii, die Qualifikation für Hawaii im Auge zu haben, im Blick zu haben, wenn das vor dir schwebt, über allem steht, dann haue ich halt auch rein, dann gebe ich auch gerne Gas und auch diese 2 Jahre oder 2 Saisons. Am Ende des Rennens sind es tatsächlich dann fast 2 Jahre. Am 1. November 2020 hat es angefangen. Also wirklich eine lange Zeit. Und die so lange durchzuhalten mit der Disziplin und mit dem Willen, aber eben auch der Disziplin, ständig, nahezu täglich, das Training durchzuziehen, das ist dann schon eine Ecke. Was mir jetzt aber erst am Ende so richtig bewusst wird, da mir so langsam auch die Puste ausgeht. Ich meine, für die eine Woche wird es jetzt noch reichen, die Puste. Aber ich denke mir schon, so seit ein paar Tagen oder seit es auch wieder so hetzig und stressig geworden ist in den letzten Wochen, so was Arbeit und Training anbelangt, das alles unter einen Hut zu bekommen, eben das Training noch irgendwie unterzukriegen, das ist ja nun wieder umfangreich geworden. Da dachte ich mir dann schon, puh, also jetzt reicht's auch. Ich freue mich auf den 9. Oktober. Wenn ich die Beine hochlegen kann und keinen Trainingsplan habe, ich nicht jeden Tag Sport machen muss. Das wird erstmal sehr, sehr schön, keine Sportaufgaben zu haben, keine täglichen, bis es dann wieder kribbelt in den Beinen und oder auch in den Armen, was das Schwimmen anbelangt und ich wieder loslegen will. Aber erstmal freue ich mich auch loszulassen. Jetzt freue ich mich allerdings auch erstmal auf den Endspurt und dann auf das Rennen. Du hast formuliert, dass du eben vielleicht ein bisschen was draufpacken willst, vielleicht zum letzten Mal. Letztes Mal stand ja nur das Finish als Fokus im Ziel, was ja auch das Wichtigste ist hier auf Hawaii. Aber wie kannst du es konkret in Zahlen formulieren, was du dir so vornimmst für einen Samstag? Nein, also in der Tat, das Wichtigste ist, ins Ziel zu kommen, sicher und heil und gesund ins Ziel zu kommen. Aber da ich beim letzten Mal, um jetzt zu der konkreten Zahl zu kommen, beim letzten Mal 10,56 gebraucht habe, würde ich jetzt gerne
bisschen weniger, 10,55. Das wäre dann schon mal eine Verbesserung der letzten Zeit. Na, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich diesmal ein bisschen schneller bin, weil ich beim letzten Mal ja wirklich mich hier nach dem Schwimmen noch mit jemandem etwas länger unterhalten habe. Ich stand sehr lange unter der Dusche, um mir dieses, wie gesagt, nicht so angenehme Salz abzuwaschen. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Und auch beim Radfahren habe ich ständig darauf geachtet, na, macht mein Rad komische Geräusche? Da war ich nicht so richtig mit dem Schnellrennen befasst, sondern wirklich darauf bedacht, dass alles gut geht, dass mein Knie hält. Das merkte ich nämlich zwischendurch auch, dass ich es gemeldet hat beim Radfahren. Dachte ich auch, oh, vielleicht geht das nachher mit dem Marathon gar nicht. Alles Quatsch, hat gehalten. Aber damit war ich befasst. Und jetzt will ich mich dann mehr damit befassen, dass ich auch zügig unterwegs bin. Und damit hoffe ich, dass ich auf 10,55 mindestens komme. Großes Fragezeichen ist wieder der Marathon, muss ich sagen. Beim letzten Mal war ich ja nach 5 Kilometern Marathon eigentlich total am Ende und wollte nicht mehr und konnte nicht mehr. Wenn das diesmal wieder so wird, dann wird es wieder ein harter Kampf. Aber vielleicht habe ich mich jetzt ja mental schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass es anstrengend wird und vielleicht geht es dann automatisch besser. Mal sehen. 10,55, dann ist alles in Ordnung. Es ist aber auch alles in Ordnung, wenn ich einfach nur die Ziellinie überquere. 5 Jahre ist es her, dass du eben da warst. Da hat sich auch materialmäßig viel getan. Hast auch du jetzt für einen Samstag ein bisschen aufgerüstet im Vergleich zur ersten Teilnahme? Gar nicht mal so sehr. Ich habe immer noch mein bewährtes Rad von vor 5 Jahren. Also ich hatte überlegt, ob ich mir ein neues Rad kaufe, weil ja, man sieht dann ja drumherum, was es für schöne Räder gibt. Aber dann dachte ich mir, ach, nö, warum nicht? Das fährt ja eigentlich noch gut, es rollt noch gut. Nochmal zum Bikefitter nochmal einstellen lassen, auch meine Sitzposition, das müsste dann ja eigentlich reichen. Und das hat ja zum Glück auch gereicht für Frankfurt. Vielleicht hätte ich mich sonst geärgert, wenn ich es in Frankfurt nicht geschafft hätte. Kann es sein, dass ich mir gesagt hätte, ach, mit dem neuen Rad wäre es vielleicht besser geworden und hätte die Qualifikation geschafft. Aber es ist jetzt ja alles gut gegangen, sogar ziemlich gut. Auch auf dem Rad war ich eigentlich so gut wie nie zuvor, muss ich sagen. Und das mit einer relativ alten Chaise. Von daher alles richtig gemacht. Das Einzige, was neu war, war der Neo. Aber damit war ich deutlich schlechter. Wobei das natürlich nicht am Neo liegt. Das wäre jetzt ein bisschen einfach. Nicht wahrscheinlich eher an mir. Aber also der neue Neo hat jedenfalls nicht so viel gebracht. Hat nichts rausgerissen, sagen wir es so. Nein, deshalb habe ich nicht so wahnsinnig viel aufgerüstet. Viel wird auch diskutiert eben über die hohen Kosten, die jetzt die Triathleten stemmen müssen, die hierher kommen. Und auch natürlich über diese 2 Tage mit diesen ganz, ganz vielen Teilnehmern. Wie, sage ich mal, ist es dir ergangen? Bist du da einigermaßen preislich in einem noch leicht schmerzfreien Bereich geblieben? Und auch, wie empfindest du jetzt hier? Ist es schon zu voll hier? Wie siehst du das? Also zu voll, das kann ich jetzt bisher noch gar nicht so sagen. Das habe ich noch nicht so empfunden. Es wirkt ähnlich voll wie beim letzten Mal, aber das ist jetzt sehr subjektiv. Ich bin jetzt hier gerade beim Moala Swim das erste Mal jetzt gewesen, hier in Kona, und habe sonst noch nicht so viel mitbekommen, weil ich ja gerade erst gestern den ersten Tag hatte und da noch ein bisschen außerhalb mein Apartment habe, 10 Kilometer außerhalb. Von daher habe ich hier noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen und werde mich da auch mehr oder weniger rausziehen. Aber preislich ist das schrecklich. Nee, also das ist schon nicht schmerzfrei, sagen wir es so. Das tut weh. Zum Glück habe ich frühzeitig ein stornierbares Apartment gebucht und wir sind auch zu viert, also 2 Paare, wir teilen uns das noch mit einem anderen befreundeten Paar. So wird es ein bisschen kostengünstiger, aber trotzdem, wir hatten auch vor 5 Jahren das gleiche Apartment, sind jetzt nur im ersten Stock, also sehr vergleichbar, und es ist 350% teurer als beim letzten Mal. Deshalb muss ich sagen, das ist alles nicht mehr gesund und nicht mehr feierlich. Das kann eigentlich nicht so weitergehen, können die nicht machen. Ich dachte auch, das sei jetzt eine einmalige Aktion und im nächsten Jahr läuft es wieder normal. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, läuft das, was die Masse anbelangt, die Menge an Triathleten im nächsten Jahr genauso. Also ich weiß nicht, ich wirkt für mich nicht wie der richtige Weg, gerade weil ich auch gesehen habe oder gemerkt habe in Frankfurt, da wo ich gewesen bin, es sind einfach viele Leute, die sich das dann wirklich nicht mehr leisten können und die dann aufgrund der hohen Kosten sich dafür nicht belohnen können, was sie bei den Ironman-Rennen schaffen, sich nämlich zu qualifizieren. Aber sie qualifizieren sich, können sich das aber hier nicht leisten, hierher zu fliegen. Das geht nicht. Ich meine, das war auch vor 5 Jahren schon teuer, aber auch da war es schon der teuerste Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Aber jetzt ist der mit
riesigem Abstand teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe. Also es ist wirklich unglaublich. Aber ich bin schon ein bisschen älter und habe mir auch schon ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt. Aber wenn ich da junge Familien mir ansehe und überlege, wie die es zusammenkratzen sollen, gibt natürlich auch solche Familien, die es schaffen, aber viele, die das glaube ich nicht hinkriegen, oder Studenten, Studentinnen, also die jüngeren Qualifikanten, die haben es vielleicht auch nicht so dicke. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht so richtig toll. Da sollte man sich von Ironman vielleicht ein bisschen was anderes überlegen, ob das so der rechte Weg ist. Man sieht es ja auch daran, wie weit die Slots dann durchgereicht werden, welche Platzierung dann plötzlich 56. Platzierung oder 48. oder was auch immer ganz weit durchgereicht. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, aber vielleicht auch den Grund, dass es einfach zu teuer geworden ist. Jetzt blickt man erstmal auf das kommende Wochenende. Du bist ja am Samstag mit deiner Startgruppe dabei. Wir wünschen dir ein tolles Rennen, Thorsten, und trag diesen tollen St. Pauli-Anzug, den du, glaube ich, extra noch bekommen hast, mit dem Aufdruck in Ehren hier auf den Ali Drive rein. Wir werden es beobachten. Das versuche ich. Herzlichen Dank.